Hallo und herzlich willkommen bei Cats in Gold. Ich bin David Zilipschimschek und es geht heute darum, dass ich drei neue Katzen habe. Das waren die Katzen, die letzte Woche bei dem einem Restaurant waren, die ganz, ganz kranke Augen hatten. Die eine Katzen, die auch das Katzenstopfen hatten, die waren jetzt ein paar Tage beim Tierarzt und die wurden behandelt. Und heute Morgen hat mich der Tierarzt überraschungsweise angerufen und hat gesagt, du kannst die Katzen holen. Die Katzen sind wieder gesund. Hat mich auch verwundert, dass sie so schnell gesund waren, aber dann hieß es, dass eine von den schwarzen Katzen, dass die auch noch ein paar Tage weiter die Augentropfen bekommen muss und auch die Augencreme. Das könnte ich dann zu Hause machen. Aber die anderen beiden wären gesund. Die eine hat ja ein Auge rausoperiert bekommen und die anderen wurden behandelt. Das eine konnte das Auge leider nicht mehr gerettet werden und daher musste eins rausgemacht werden. Aber das andere kann sehr gut sehen. Und die habe ich dann hier nach Hause hergebracht und ich habe sie dann. Ich habe ja keinen Platz mehr zu Hause. Dann habe ich sie auf dem Balkon getan und ich bin gerade von der Arbeit gekommen und da waren insgesamt vier Katzen auf dem Balkon und drei von diesen vier Katzen waren leider nicht auf dem Balkon. Die sind runtergesprungen. Die sind jetzt die eine dreifarbige, die eine Zicke, die habe ich da wieder unten fangen können, aber die anderen beiden laufen da unten herum und die sind auch scheu und ich bekomme die auch gerade nicht da eingefangen. Deswegen bin ich auch heute ein bisschen später mit dem Live-Video, weil ich habe versucht, sie zu fangen. Denn ich habe wirklich gar keinen Platz. Ich habe gar keinen Platz, wo ich eine Katze unterbringen kann. Ich habe dann erstmal die dreifarbige, die Zicke zu den Katzenbabys unten getan und die haben sich dann auch in die Haare bekommen. Die hat gleich angefangen rumzuzicken. Und dann muss ich sie da wieder rausholen und jetzt erstmal wieder auf dem Balkon draußen und dann muss ich halt schauen, wie ich das dann mache. Einer von den Schwarzen ist jetzt noch auf dem Balkon und die anderen beiden muss ich dann irgendwie versuchen wieder zu fangen. Und ich muss dann halt schauen, wie ich das mache, weil die müssen sich hier auch erstmal an das Haus gewöhnen, denn die sind scheue Katzen, man kommt nicht so leicht an die ran, die sind sehr ängstlich. Aber ich wollte sie jetzt nicht wieder dort aussetzen, wo ich die her hatte oder wo sie mich angerufen hatten, wo ich die herholen sollte bei Serkanuster dort in Kumkö. Auf jeden Fall sind die jetzt hier und ich muss sie auch irgendwie ein bisschen zahm bekommen. Und das kann halt ein paar Tage dauern, aber die sind jetzt da unten und wir werden uns gleich schauen, wie das dann damit ausschaut. Ne? Und die andere, die vom Royal Grain kam, die Katze ist auch eine sehr, sehr zahme Katze, die ist ganz, ganz lieb. Und es ist wirklich selten so eine Katze, dass so eine Katze in so einer Zeit so sehr an mir hängt. So wie zum Beispiel die Lisa, die ich letztes Jahr leider überfahren wurde, die war noch sehr, sehr anhänglich, so wie die, aber die vom Royal Grain, die Katze, die ist sehr, sehr anhänglich und es war halt, und die neue Katze, die ist genauso anhänglich, die ist sehr, sehr anhänglich, die ist immer bei mir, die habe ich auch letzte Nacht da zu den Katzen unten ins Zimmer getan und die auch die ganze Nacht bei mir und der geht es auch sehr gut und das werdet ihr auch gleich sehen, wie sehr die Katze auch an mir hängt. Ne? Und ich wollte hier noch mal etwas klarstellen. Ich habe jetzt auch ein paar Nachrichten von ein paar Zuschauern bekommen bezüglich des letzten Videos, wo dort die Katze vorm Laden gebracht wurde und dass mir gesagt wurde, da müssen wir sie woanders wieder aussetzen, wo dann bei mir Schluss war und ich dann gesagt habe, die Katze soll jetzt reicht. Ich habe einen Käfig vom Laden geholt und habe die Katze den weggenommen und habe die von meinem Personal zu mir nach Hause bringen lassen und hier auf dem Balkon tun. Also ich kann die Geschichte noch mal ganz erzählen, bevor sie dort hier irgendwie jeden anschreibt und alles Mögliche macht. Und ich habe auch schon ein paar Kommentare gesehen, was dort unter das Video geschrieben wurde. Vor 3 Tagen in der Nacht, so es war 0:36 Uhr genau, wo die Katze gebracht hatten, bei mir vom Laden ausgesetzt hatten. Und ein Angestellter von mir war noch vom Laden, der hat wahrscheinlich mit seiner Heimatstadt telefoniert gehabt und hat dann gesehen, dass sie dort die Katze gebracht haben, mitten in der Nacht und haben sie dort bei mir vom Laden ausgesetzt. Und dann hat er mich angerufen, hat mir das gesagt und hat gesagt, schick mir sofort Bilder, ich will die Katze sehen. Dann hat er mir auch, schau mal, das kann man ja auch sehen, um 0:36 Uhr habe ich da zwei Bilder bekommen. Das war vor 2 Tagen. Dann habe ich diese Bilder bekommen. Einmal dieses Bild und einmal dieses Bild.
Diese zwei Bilder habe ich bekommen gehabt. Und ich habe dann sofort zu meinen Angestellten gesagt, du, die Katze ist kerngesund, geh bitte den Menschen hinterher, geh bitte den beiden Frauen hinterher und gib ihnen die Katze wieder und die sollen sie wieder dahin stellen, wo sie die her haben. Die Katze ist kerngesund, vielleicht hat sie ein Revier, vielleicht hat sie Geschwister, vielleicht hat sie eine Umgebung und daher bringen sie, lass die Katze sie bitte wieder mitnehmen. Und dann ist er denen hinterhergegangen und hat auch die Katze denen wieder übergeben. Und dann sind sie zusammen irgendwo hingegangen und haben die Katze dort wieder hingestellt. Das war dort in Kumkel im hinteren Bereich, hat mir dort mein Personal erzählt. Das war dort in der Hinterstraße von da, von dem Kumkel Beach Hotel gegenüber. Dort haben sie die Katze rausgelassen. Und dann war ich natürlich wie immer im Laden und dann am nächsten Tag. Und ich habe auch mit meinem Personal und die haben die Katze da wirklich ausgesetzt. Sie haben sie dort hingetan und da kamen gleich 4, 5 Katzen zu der Katze. Und dann haben sie dort, dann ist er wieder weggegangen. Und die kamen dann am nächsten Tag wieder zu mir in den Laden. Das war dann so gegen 21.30 Uhr und die hatten wieder die Katze in der Hand. Aber ich kannte die Frauen gar nicht. Und dann haben sie mir gesagt, du, wir fliegen morgen nach Deutschland und wir wollen die Katze gerne nach Deutschland nehmen. Und die muss 3 Monate, kann sie bei dir bleiben. Sag mal. Ich habe dann gesagt, wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wie viele Katzen ich habe? Habt ihr schon mal geschaut, was hier vor dem Laden ist? Schau mal, ich habe die Katzen dort in einem Stall. 3 Babykatzen. Ich habe dort 3 Kitten in einem Stall. Ich habe zu Hause 50 Katzen. Meine Haustür ist immer auf. Wie soll ich eure Katze nehmen, habe ich gesagt. Sag mir das mal bitte. Ich habe selber 50 Katzen. Ich habe Katzen, die immer nur Notfälle waren. Ihr kamt gestern hierher, habt einfach die Katze hier ausgesetzt und seid einfach gegangen. Sowas geht gar nicht, ohne mir davor Bescheid zu sagen, dass hier eine Katze ist, die vielleicht Hilfe braucht. In der Nacht kommen da Hunde hin. In der Nacht kommen Hunde essen, Wasser trinken. Hunde verjagen die Katzen. Ich kann keine Nacht Trump draußen lassen, weil Trump sich mit den ganzen Hunden da anlegt. Aber nee, einfach dorthin stellen und weitergehen, das geht gar nicht. Wo habt ihr die Katze her? Die sagen zu mir, ja, beim Wildersiede Hotel. Aber ihr habt es auch gestern an einer ganz anderen Stelle ausgesetzt. Ja, die läuft uns immer hinterher. Also ich war wirklich genervt, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Bei mir ist auch manchmal Schluss. Alles gut und schön, ich kümmere mich um viele Katzen. Ich bin sehr freundlich, ich bin sehr höflich, ich bin sehr zuvorkommend. Aber irgendwann ist bei mir auch Schluss. Und ich habe gesagt, ich kann die Katze nicht nehmen. Ich kann euch doch nicht weiterhelfen. Ich habe noch nie eine Katze nach Deutschland verschickt. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Ich habe selber 50 Katzen. Ich habe bis heute noch nie eine Katze weggegeben. Alle Katzen, die ich gefunden habe, habe ich alle selber aufgenommen. Und die habe ich selber aufgepäppelt mit dem Tierarzt und ich selber. Und die leben jetzt alle bei mir. Ich habe noch nie eine Katze vermittelt. Ich weiß nicht, wie das geht. Und dann haben sie gesagt, ja, untereinander geredet, dann müssen wir die Katze irgendwo anders wieder aussetzen. Ja, und dann war bei mir Schluss. Dann, wo sie, ihr sagt zu mir ins Gesicht, ja, dann müssen wir sie woanders wieder aussetzen. Ja, das heißt, ihr schmeißt sie einfach irgendwie dahin. Ist es für mich, das verstehe ich darunter. Oder was versteht ihr darunter? Was versteht ihr darunter, wenn jemand zu euch sagt, wir müssen sie dann woanders aussetzen? Aussetzen. Was verstehst du darunter? Dass die irgendwo wieder an die Straße aussetzen, so wie mit meinem Personal, oder dass sie irgendwo aussetzen oder wirklich ins Hotel. Sie haben gesagt, der muss sich woanders aussetzen. Dann auf Deutsch gesagt, war mir das zu blöd mittlerweile. Ich habe dann den Käfig geholt vom Laden. Ich habe den meinen Angestellten bringen lassen und ich habe ihn ins Auto setzen lassen und fahre die zu mir nach Hause und lasse die auf den Balkon. Dann habe ich gesagt, so, ich habe jetzt die Katze genommen und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss weiterarbeiten. Ich bin hier im Laden und ich bin hier nicht im Tierheim. Ich bin kein Tierheim hier. Ich habe 2 Geschäfte. Ich hatte Kunden, wo ihr gekommen seid und die Kunden warten und ich kann nicht mit euch hier eine halbe Stunde diskutieren, ob ich die Katze nehme oder nicht. Ihr könnt nicht einmal eine Katze zu mir bringen und zu mir in den Laden, wo ich dort gerade was zu tun habe, wo ich da mitten in meiner Arbeitszeit bin. Es war nicht tagsüber, es war nicht zum Spätnachmittag, es war mitten in meiner Arbeitszeit. Ich muss auch Geld verdienen, ich muss auch meine Arbeit machen, ich muss auch meinen Schmuck verkaufen, ich muss auch meine Brillen verkaufen. Und ich bin einer, der sowieso den ganzen Tag mit Katzen beschäftigt ist. Und ich habe am Abend 2 Stunden Geschäft und ich muss in diesen 2 Stunden mein Geschäft machen. Zurzeit 2 Stunden am Abend Geschäft. Ich habe zwischen 20 Uhr bis 22 Uhr habe ich Kundschaft im Laden. Und die anderen Stunden, die ich wach bin, bin ich nur mit Katzen beschäftigt. Nur mal nebenbei, dass jeder weiß, worum es hier eigentlich geht. Wenn jemand zu mir in den Laden kommt, ich habe meine Arbeitszeit, ich habe meine Geschäftszeit. Ich habe letzte Woche auch eine Person gehabt. Ich weiß nicht, was sich da einige erwarten, wenn die auf einmal kommen. Soll ich da auf die Knie gehen oder soll ich dort... Ich saß mit meinem Goldschmied. Ich hatte ein wichtiges Gespräch mit meinem Goldschmied. Und da kam einer in den Laden. Ah, hallo Hamid, wir sind hier. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich
sagt zu jedem Hallo, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen, bitteschön, setzt euch. Ja, wir haben dir Futter mitgebracht. Ja, herzlichen Dank. 3, 4, 5 Leckerli-Packung, herzlichen Dank dafür. Ist ja auch, egal was da, das kommt vom Herzen, ist gut, aber ich will jetzt, was für ein Kommentar dann dazu kam. Darauf will ich hinaus. Und dann habe ich gedacht, was darf ich zum Essen und Trinken anbieten? Bitte schön, setzt euch. Ja, ich trinke Tee, ich auch Tee. Bitte schön, sofort her Tee bringen. Und dann das Futter kam, was da rauskam, diese paar Packungen, was da war, habe ich dann ganz herzlichen Dank. Bring das nach hinten und dann kommt automatisch eine Strandtasche, eine große Strandtasche. Gibt es von mir dann auch als Dankeschön, für wenn jemand an die Katzen denkt und die Mühe macht und den Katzen was aus Deutschland bringt. Und dann habe ich natürlich auch ein Dankeschön, bitteschön, was darf ich zum Essen und Trinken anbieten oder eine Strandtasche und dann ein bisschen unterhalten. Aber ich war mitten in der normalen Arbeitszeit. Ich habe dann den Goldschmied weggeschickt und habe mich dann damit mit denen zusammengesetzt. Und dann hieß es, der möchte gerne eine Brille haben. Ich dachte, ja, bitteschön, dann könnt ihr einen Tee trinken und euch unverbindlich beraten lassen in der Zeit und alles Mögliche. Und dann wir haben noch ein persönliches Geschenk für dich, hat er zu mir gesagt. Ja, ganz herzlichen Dank für das persönliche Geschenk. Dann kam ein T-Shirt raus, es war so groß, also da passen 3 von mir rein. 2x XL, ich da, Dankeschön, aber das ist mir viel zu groß, das kann ich jetzt nicht anziehen, das werde ich wahrscheinlich irgendwo aufhängen. Das werde ich aufhängen, weil das ist 2XL. Ich bin hier, ich bin einer, der Medium anzieht und da war auf einmal hier 2XL dort und alles gut und schön und dann haben sie auch eine Brille gekauft und dann saßen wir dort und ich hatte natürlich, einer kommt und einer geht in meiner Arbeitszeit, ist normal, ich habe auch meine Geschäftszeit, wie gesagt, 2 Stunden am Abend und dann waren die fertig mit dem Brillenkauf und dann habe ich gesagt, wir können euch auch, dann haben wir das auch angeboten, dass sie ins Hotel gefahren werden, dann habe ich gesagt, wir können euch auch ins Hotel fahren, das biete ich auch sehr oft an, wenn gerade nichts ist, für die Leute, die auch mich besuchen, in den Laden kommen und auch was bringen, das Mögliche. Und dann haben sie auch nochmal angenommen, dass sie zum Hotel gefahren werden, nach Side zum Sandy Beach Hotel, war auch alles gut, ihr könnt gerne zum Hotel gefahren werden. Dann hat mein Verkäufer, obwohl unsere Arbeitszeit 2 Stunden ist, habe ich den Verkäufer sie wegfahren lassen. Also nicht mein Laufbursche, mein Verkäufer hat sie weggefahren, obwohl wir dort auch in Arbeitszeit sind. Man muss sehen, was man dort auch alles dafür tut, damit man die Leute auch zufriedenstellt. Aber das wird alles nicht gesehen. Und dann kam in der Nacht, während ich hier etwas nachgeschaut hatte, kam eine Benachrichtigung. Ich bekomme auch viele Benachrichtigungen immer übers Handy, wenn dort ein Kommentar kommt, wenn da ein Post ist oder wenn dort irgendwas gemacht wird oder wenn etwas kommt. Ich werde halt schnell benachrichtigt. Ich bin zwar nicht immer am Handy, aber ich bin sehr oft immer halt auch am Handy, weil ich auch viele Posts mache und alles Mögliche. Und dann kam dort ein Kommentar unter dem Video, was ich im Laden gemacht hatte, letzte Woche, wo die Katzen im Laden waren. Das war auch die Zeit, es war eine Woche her. Und dann kam dort ein Kommentar, ich möchte niemanden zu nahe treten. Wir waren am Dienstag bei Ahmed mit reichlich Futter und einer extra Überraschung. Ja, danke, herzlichen Dank. Also reichlich habe ich nicht gesehen, aber naja, gut. Das Futter wurde durch einen Mitarbeiter in das Lager gebracht. Ich dachte, was schreibt er? Was ist das für ein Lager? Und mein eigenes und Mitarbeiter in das Lager gebracht und mein eigenes für Ahmed personalisiertes T-Shirt fand wahrscheinlich keine Bedeutung. Ich habe gesagt, herzlichen Dank für das T-Shirt. Das ist 2x XL. Das werde ich wahrscheinlich aufhängen. Was so böse jetzt falsch verstanden wurde? Ich hänge das auf oder was? Oder was hast du gedacht? T-Shirt keine Bedeutung. Ibrahim vom Optikergeschäft hat mir dies mehr gewürdigt als der Chef selbst. Kann eigentlich nicht sein. Soll sich jeder seine Meinung. Also Entschuldigung. Du bist gekommen. Ich hatte ein wichtiges Gespräch in meiner Arbeitszeit. Ich habe den Goldschmied weggeschickt. Ich habe dir was zu trinken angeboten. Ich habe dir was zu essen angeboten. Ich habe dir nicht ins Lager gebracht. Ich habe das nach hinten gebracht und nicht vor offener Tür dort das Futter stehen lassen. Diese 3 Packungen, was da kam, habe ich nicht auf dem Tisch liegen lassen, dass es unten nicht unordentlich aussieht. Das wurde nach hinten gebracht und du hast dafür eine Strandtasche von mir bekommen als Dankeschön. Du wurdest sehr vernünftig bedient. Du hast eine Brille bekommen, die normalerweise 200 Euro teurer ist, für einen sehr guten Preis von uns,
hast du noch eine Brille von mir bekommen und du wurdest noch ins Hotel gefahren, nochmal extra, weil du ganz vom Sandy Beach mit deinen Sachen gekommen bist. Also du bist angekommen, du wurdest herzlich empfangen, du wurdest essen, trinken, gutes Angebot und ins Hotel gefahren. Soll ich noch auf die Knie gehen? Was erwartet man da? Ich weiß gar nicht, was dort der Typ erwartet. Also bei dem Kommentar, da war ich auch wirklich richtig sauer und ich habe gewartet, bis der kommt, um die Brille abholt und dann hätte ich mal gefragt, was ist das Problem gewesen? Und dann war der im Laden, er hat die Brille abgeholt und dann hieß es, ja, es geht nicht um mich, meine Frau war sauer, das T-Shirt hatte wahrscheinlich keine Bedeutung und wo ich da die Brille angeschaut, meine Frau saß da und er hat sich nicht mit meiner Frau unterhalten. Ich dachte, ist das das Problem oder was? Ich habe mich nicht mit deiner Frau unterhalten und deswegen schreibst du so einen Kommentar unter mein Video. Was soll das? Ich habe das aber nicht, ich habe ihn, er hat sich, er ist aber nicht zu mir gekommen. Er hat das meinem Verkäufer erzählt. Er hat das meinem Verkäufer erzählt und dann ist das, was soll ich dazu sagen? Ich habe nichts dazu gesagt. Was soll ich dazu sagen? Sag mir das bitte. Was erwarten sich die, was erwartet, hat man sich erwartet, dass ich hier, Dankeschön und soll ich auf die Knie gehen oder was? Also ich bin dort vom Laden, ich habe einen Juwelier, ich habe einen Optiker und ich bin in der Arbeitszeit. Soll ich mich dort setzen und stundenlang mit deiner Frau unterhalten? War das, was du erwartest oder wie? Also ich weiß gar nicht, was das Problem war. Herzlich willkommen, Goldschmied weggeschickt, sofort Tee gekommen, das Futter abgenommen, sofort Strandtasche gekommen, super bedient, super Preis bekommen und super Service noch ganz ins Hotel gefahren. Was soll ich für dich noch machen? Ja, ich verstehe die Welt wirklich nicht mehr. Und jetzt nochmal hier mit diesen Kommentaren, wo da jetzt kommt, die Katze wollten wir nicht aussetzen. Er hat gesagt, der hat selber viele Katzen. Natürlich, ich habe gesagt, ich habe 50 Katzen. Ich kann keine Katze nehmen, ich habe keinen Platz. Wo soll ich die Katze hin tun? Und ich kann keine 3 Monate eine Katze aufnehmen. Bei mir ist die Haustür immer auf. Bei mir sind die Katzen hier in Ställe vor dem Laden. Und ich kann keine Katze nehmen. Bis dann nochmal gesagt wurde, dann müssen wir sie woanders aussetzen. Und das ging mir dann zu viel. Das arme Tier, schaut man an, wer weiß, wo sie die jetzt aussetzen, wer weiß, wo sie die Katze jetzt irgendwie aussetzen. Und dann habe ich dann das gleich, jetzt reicht es mir und jetzt wird die Katze doch zu mir genommen. Also, ich weiß gar nicht, was ich da wirklich sagen soll. Ich habe den ganzen Tag sehr viel Stress mit den Katzen. Ich bin 2-3 Mal beim Tierarzt täglich teilweise. Ich habe täglich sehr viele Messages, die ich antworte. Und 50 Katzen, was ich hier filme, gut und schön, sieht alles super aus. Aber glaub mir, das hat auch viel Arbeit. Das hat sehr viel Arbeit. Und wenn da noch eine stirbt nach ganz viel Arbeit oder wenn da einer was passiert oder eine fühlt sich nicht wohl oder eine kann nicht mehr auf dem Bein stehen, dann ist der Tag auch für einen gelaufen. Und man ist nicht immer dann gleich hier, dass man hier immer wegkommt und immer hier und was weiß ich. Ich bin, wie ich bin. Ich bin immer wie ich bin, ich ändere mich gar nicht und ich bin auch immer ein sehr offener Mensch, ein direkter Mensch und ich bin zu jedem ganz herzlich, der da kommt. Aber ich weiß nicht, was sich da jemand erwartet, dass soll ich da auf die Knie gehen oder soll ich jetzt hier jede Katze, die da kommt, sofort annehmen? Bin ich hier ein Tierheim? Bin ich hier ein Katze-Sammelstelle oder wie? Und ich habe gesagt, bitte, wenn eine Katze gebracht wird, dann soll das nur ein Notfall sein. Ich kann bei Notfällen nicht wegschauen. Ich kann bei Notfällen nicht sagen, hier und ich kann da nicht weggucken. Ich muss dem Tier helfen. Ich bin einfach so. Und ich werde auch sehr oft angeschrieben. Was kann man dir mitbringen? Was können wir für dich mitbringen? Ich sage Dankeschön. Ich sage immer Dankeschön. Es reicht, wenn für die Katzen ihr Lieblingsfutter mitgebracht wird aus Deutschland. Ich erwarte von niemandem etwas. Ich will von niemandem etwas. Und wenn da jemand ein T-Shirt anfertigen lässt in 3XL, wo ich 3 von mir reinpassen, herzlichen Dank dafür, wenn es vom Inneren, vom Herzen kommt. Aber das kann ich nicht anziehen. Ich habe gesagt, ich hänge das auf. Und warum wird man gleich so unfreundlich? Ich verstehe es gar nicht. Und ich werde auch ganz oft gefragt. Und jeder. Ich habe von letztes Jahr bis jetzt sehr, sehr viele Katzen aufgenommen und ich habe von niemandem gesagt, du, ich bekomme das Geld von dir, dann nehme ich die Katze, du, das hat diese Behandlung gehabt. Diese Katze von Royal Dragon, ich habe heute mit dem Tierarzt abgerechnet. Das hat 7.100 Lira gekostet.
Ich habe die Katze nicht selber gehabt, ich habe die Katze nicht gefunden, ich habe die Katze nicht. Ich wollte dem Tier einfach helfen. Hier, 7.100 Lira Rechnung für das Tier. Und dann nochmal 4.550 Lira erstmal jetzt für die Behandlung von PPIM Kitten, weil die muss ab jetzt nicht mehr zum Tierarzt. Und dann nochmal 5.000 noch etwas Lira für die Operation von der Prinzessin. Also wenn man das alles zusammenzählt, ich habe beim Tierarzt über 20.000 Lira diese Woche gelassen mit Futter. Allein nur diese Woche. Und ich erwähne sowas normalerweise nicht. Aber wenn jemand da jetzt denkt, hier, er wäre ganz wichtig, weil er mir zwei Packungen Futter gebracht hat und ein T-Shirt, dann bekommt man noch sowas von mir zu hören. Was mir dort gebracht wird, das ist eine Mahlzeit für drei Katzen. Soll ich so reden jetzt oder was? Also denkst du, man hat mich dort in der Arbeitszeit jetzt festgenommen, weil man mir ein T-Shirt in 3XL mitgebracht hat. Entschuldigt bitte, ich bin normalerweise nicht der, der so redet, aber wegen dem Kommentar, das ging wirklich zu weit. Der Personallager und gebracht und dies und das, soll ich da auf die Knie gehen oder was? Ich habe monatliche Tierarztkosten von 80.000 Lira, nur mal nebenbei. Das bezahle ich alles aus der eigenen Tasche. Ich habe zu niemandem gebracht. Du, du hast mir die Katze gebracht, das hat diese Kosten gebracht, das habe ich bezahlt, das Geld bekomme ich von dir, das hat mit mir nichts zu tun, ich habe dem Tino weitergeholfen. Ich habe monatliche Tierarztkosten zwischen 70 bis 80.000 Lira. Letztes Monat war ich bei 80.000 Lira, den Monat davor war ich bei 75.000 Lira noch etwas. Ich bin zwischen 70 und 80.000 Lira Tierarztkosten. Aber das erzähle ich nicht im Chat, das erzähle ich nicht hier irgendwo anders. Aber ich möchte bitte, dass jeder auch weiß, wo man da hingeht, zu wem man geht und dass ich dort auch in meiner Arbeitszeit habe und dass ich dort nicht eine halbe Stunde da diskutieren kann, ob die Katze dort irgendwo ausgesetzt wird oder nimm die hier oder mach die hier oder mach die hier. Ich bitte euch, wenn jemand eine Katze bringt, dann bitte nur ein Notfall. Aber wirklich ein Notfall. Und nicht so eine Katze, die so ausschaut, die ich zurückschicken lassen habe und am nächsten Tag dann die Katze wiedergebracht wird. Nicht eine Katze, die so ausschaut. Ich sage nicht, dass ich keine Katze nehme, aber nicht so eine Katze. So wurde mir ein Foto um 0:36 Uhr geschickt. 0:36 Uhr, ist das ein Notfall? Warum kommt man die einfach bei mir vom LAN aussetzen? Warum? Warum setzt du die vom LAN aus? Ich habe euch die zurückgegeben und ihr habt sie am nächsten Tag wiedergebracht. Und dann erzähle ich, dass man die aussetzen wollte und sie hat nichts Besseres zu tun als das Live von vor 2 Tagen, dass dort alle Kommentare gelesen werden und dann alle Kommentare dann nochmal beantwortet werden. Und dann muss ich das jetzt hier erklären, was da war. Die wurde bei mir vom LAN ausgesetzt, die Katze, einen Tag davor. Mein Personal war da und der hat sie dann ihn zurückgeben lassen, weil nachdem ich das Foto jetzt bekommen habe, habe ich gesagt, bringen die Katze wieder. Und sie waren dann am nächsten Tag wieder am LAN und wollten sie angeblich mit nach Deutschland nehmen und dass sie 3 Monate bei mir bleibt. Aber 3 Monate kann sie bei mir nicht bleiben, weil die muss in Quarantäne. Ich habe hier alles voll mit Katzen. Hier ist kein Quarantäneplatz. Und dann hieß es nach langer Diskussion, wo ich gesagt habe, ich habe viele Katzen, über 50 Katzen, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Platz. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ich nehme noch Notfälle. Und dann hieß es, ja, dann müssen wir die woanders aussetzen. Genau das Wort kam. Und das hat mich dann wirklich beendet. Dann hat mich das beendet, das Wort. Also daher. Also das wollte ich jetzt auch nochmal klarstellen hier bezüglich bei solchen Message oder bei solchen Nachrichten, was da bekommt. Ich mache gerne Videos, ich teile das gerne mit euch, aber ich will von niemandem etwas. Das soll hier nicht falsch verstehen werden. Ich will von niemandem Geld haben, ich will von niemandem etwas haben. Wenn jemand was Gutes den Katzen tun will, dann kann man denen gerne Futter von gut und günstig mitbringen, was es hier nicht gibt, was sie gerne mögen. Das schreibe ich auch jeden, der mir da fragt, was kann ich den Katzen mitbringen. Ich will von niemandem etwas haben. Für mich persönlich braucht mir keiner was mitbringen. Das will ich auch gar nicht. Ich will auch keine persönlichen Geschenke. Ich will kein Geld. Ich will gar nichts. Ich kümmere mich um alles. Ich will nur, dass, wenn mir eine Katze gebracht wird, dann bitte nur noch ein Notfall ist. Ansonsten will ich gar nichts mehr haben. Ich will von niemandem etwas. Damit das klar ist. Ich will, damit das klar ist. Ich will von niemandem was haben. Ich habe es nicht nötig.
Ich habe es nicht nötig, damit ich das auch so offen sage hier. Ich habe es nicht nötig. Ich kann meinen Tierarzt bezahlen, ich kann mein Futter bezahlen, ich kann die Impfung bezahlen, ich kann meine Mieten bezahlen, ich kann meine Großhändler bezahlen, ich kann mein Personal bezahlen, ich kann die Versicherung bezahlen, ich habe 8 Angestellte, ich habe 2 Geschäfte, mir geht's gut. Das kann ich auch mal auf die Weise hier klarstellen. Mir geht's gut. Aber wenn jemand gerne den Katzen was mitbringen will, es gibt Sachen, die es hier nicht gibt. Und das ist zum Beispiel das Futter von Gut und Günstig. Das ist zum Beispiel für die Milch für die Nervensäge oder das ist hier diese Schleckerli, was es hier nicht gibt. Und damit macht man den Katzen halt eine große Freude. Und wenn die Katzen Freude haben, dann habe ich meine Freude. Nur mal nebenbei. Wenn die Katzen froh sind, dann bin ich froh. Aber das wollte ich hier nochmal klargestellt bekommen. Ich habe eine Arbeitszeit, ich habe am Abend 2 Stunden mein Geschäft. In dieser Zeit muss ich meine Brillanten verkaufen, meinen Goldschmuck verkaufen, Brillen verkaufen, Übergaben machen. Ich habe da in 2 Stunden sehr viel zu tun in meiner Arbeitszeit, weil die Leute kommen hier am Abend raus. Und wenn jemand da seine Frau neben mir sitzt und denkt, dass ich sie da den ganzen Abend amüsieren kann, unterhalten kann, dann ist man bei mir an der falschen Adresse. Ich habe sehr viel zu tun im Laden. Ich habe sehr viel zu tun, das will ich auch nochmal hier klarstellen. Und ich kann nicht mitten in der Arbeitszeit jemand eine halbe Stunde erklären, dass ich die Katze nicht nehmen kann. Und dann wird mir gesagt, da müssen wir ihn woanders aussetzen. Und das erzähle ich hier im Chat, genau wie es war, wortwörtlich. Ich habe es nicht nötig zu lügen und ich habe es heute auch noch nie gelogen. Ich lüge gar nicht. Ich habe es nicht nötig, jemand anzulügen für irgendwas. Ich lüge gar nicht. Und ich habe es genau erzählt, wie es auch war. Und ich habe es jetzt auch nochmal erzählt, was da war. Und es war auch so. Und man braucht hier nicht jetzt jeden Kommentar vom letzten Chat, also vom letzten Livestream, dort alles zu lesen und alles dort die Leute dann anzugreifen, die da irgendwer geschrieben haben, dass es unmöglich war, dass man einfach mit den was dort war halt, mit der kleinen Katze. Ne? Und die ganzen Katzen, die hier sind, sind auch von der Straße. Die ganzen Katze, die man hier sieht, sind von der Straße. Und ich habe in den letzten einem Jahr selber keine Frau, entschuldige bitte. Ich habe in den letzten ein Jahr selber kaum eine Katze gefunden. Die wurden mir alle gebracht. Und ich habe auch bis heute niemanden abgewiesen. Aber ich kann keine gesunden Katzen mehr aufnehmen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nur mal zur Info halt, ne? Von daher bitte, vielleicht war der Ton jetzt auch nicht, wie man den von mir kennt, aber wo da von mehreren Zuschauern auch da ein Screenshot kam und was dort geantwortet wurde oder was dort gemacht wurde oder was dort geschrieben wurde. Und dann kam man nach Hause und die kleinen Kitten sind jetzt da unten irgendwo und alles Mögliche und dann ist halt alles nochmal aufgekocht und da wollte ich jetzt nochmal Klartext stellen, was hier ist. Also ich habe meine Arbeitszeit und in der Arbeitszeit muss ich dort mein Geschäft machen. Und in der anderen Zeit, glaubt mir, habe ich wirklich mit den Tieren sehr viel zu tun. Ich bekomme sehr selten Videos auf meiner anderen Seite nur noch hin. Also ich bemühe mich dort auch für die, die nicht Cats and Goat folgen. Für die andere Seite an Teil der Seele Livestream versuche ich auch nochmal dort immer Videos zu machen. Aber heute habe ich auch kein Video hinbekommen. Warum? Wegen den Katzen. Vor gestern Abend habe ich da kurz vor Arbeitszeit nochmal ein Video hinbekommen. Und den Tag davor habe ich wieder kein Video bekommen. Warum? Weil ich mit den Katzen, einmal zum Tierarzt hin und her fahren, geht auch 2 Stunden weg. Oder wenn man die dann noch behandelt oder macht oder alles Mögliche. Also nur mal nebenbei, ich habe wirklich den ganzen Tag sehr, sehr viel zu tun, außer was mit dem Laden ist, außer der Alltag halt. Ich habe auch einen Alltag. Ne? Und wie gesagt, ich will wirklich von niemandem etwas haben, wenn das dann hinterher so in Kommentaren auftaucht oder so, dann muss das wirklich nicht sein. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Katzen an. Die warten auch schon hier. Schaut mal, die sind hier alle unter der Klimaanlage.
Es ist sehr, sehr schwül. Und schau mal, die kommen alle von der Straße. Alle. Alle. Alle Katzen hier. Die hätten alle heute nicht mehr gelebt. Und der Max fühlt sich mittlerweile zu Hause auch sehr, sehr wohl. Der geht auch nicht mehr raus. Und ich hoffe, der wird auch immer zähmer, dass ich den bald fangen kann und auch impfen kann. Na, Nervensäge, wie schaut's bei dir aus? Pepper, du kannst wirklich sehr nerven. So, und die haben jetzt auch kein Futter gehabt. Wie gesagt, ich habe erstmal versucht, die Katzen zu finden, die jetzt da runtergefallen sind. Und dann werden wir kurz füttern. Dann müssen wir mal die Katzen finden. Und ja, alles gut, Nicole. Ihr bekommt jetzt euer Futter. Sagt er, komm mal her. Die haben jetzt ein bisschen gewartet. Ihr habt heute Beutelfutter. Wie gesagt, ich wollte dann sofort erstmal hier mit dem Video anfangen und dann kurz füttern und dann müssen wir mal kurz schauen, wo die anderen Katzen sind. Hier Nervensäge, du kannst das auch essen, das Futter, was du auch gerade machst. Die Nervensäge frisst sogar mittlerweile Trockenfutter. So, dann gibt es gleich noch mal das zweite Futter, aber erstmal müsst ihr das hier essen. Und da sieht man auch schon, wie mutig der Max ist. Der steht auch da. Oder der Leon, der wartet da aufs Futter. Na, was ist Erstgeborener? Schau mal, und da ist einer von den Schwarzen. Das kann man da sehen. Der ist da. Der ist scheu. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, läuft der gleich weg. Passt auf. Der läuft gleich weg. Das wird nicht einfach mit denen. Seht ihr das? Der läuft gleich weg. Und die war auch unten. Die war unten, die Zicke, die neue. Und die zwei Geschwister sind auch da unten. Schau mal da unten, die kommen, die wissen nicht, was mit denen passiert ist. Seht ihr das? Ich muss versuchen, die zu fangen. Die da gerade wegläuft, die hat nur ein Auge. Die sind hier runtergesprungen. Und die sind gerade sehr, sehr verwirrt, was mit denen ist. Aber ich will mir gleich was einfallen lassen, was ich da mache. Und der Bruder von den Miaut von hier oben, schaut mal. Aber einfach nur zu Ahmed, bring Ahmed, macht das schon. Schau mal, was ich jetzt hier gerade für ein Problem habe. Die sind hier runtergesprungen, die ist auch runtergesprungen, von hier.
Und ich weiß jetzt nicht, wohin mit denen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie das machen soll. Hier wieder hochholen, ist das Risiko wieder, dass die hier runterspringen. Ihr habt gesehen, da unten waren die gerade. Also, die sind nicht zahm, die drei Geschwister. Ja, alles gut, alles gut. Und schau mal, der hat sich schon versteckt. Versucht, den mal da zu finden. Schaut mal. Schau mal, der weiß gar nicht, was der machen soll. Also, da habe ich schon öfter gelesen ins Gästezimmer, wenn ich euch zeige, was im Gästezimmer jetzt alles drin ist. Und das sind scheue Katzen, die verstecken sich unter dem Bett und viel Spaß, die dann rauszuholen. Das Gästezimmer ist voll. Das ist das einzige Zimmer, wo keine Katzen sind zurzeit. Hier ist auch alles voll. Das ist immer mein einziges katzenfreies Zimmer, wo ich jetzt auch meine Schuhe rein tue. Wo ich jetzt gerade auch Sachen lager, weil hier keine Katzen drin sind. Also ich habe auch überall Katzen. Das hart auch alles überall. Ich muss auch Sachen haben, wo Platz haben, wo keine Katzen sind. Und hier ist auch alles voll. Hier ist alles voll. Für alle, die die ganze Zeit schreiben, wo der Leon drin war. Das ist alles voll, das Zimmer. Schaut. Alles voll, das ist hier zum Lager geworden. Das ist ein Lager geworden. Ich brauche auch Platz, wo meine Schuhe keine Katzenhaare sind. Ich habe auch Stoffschuhe. Hier, meine Wäsche, neu von der Wäscherei gekommen. Ich muss das alles jetzt mal hier abstellen. Ich habe keine Zeit. Schaut, wie das hier alles rumliegt. Aber Hauptsache, die Katzen zu Hause mitbringen, der macht das schon. Schaut hier, Schlafzimmer. Das ist mein Schlafzimmer. Schaut mal, wie viele Katzen hier drin sind. Seht ihr das? Aber man kann nicht weggucken. Man will den Tieren helfen. Seht ihr das? Schaut mal, wie die hier warten. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Und wie geht's dir, Kleines? Geht es dir besser? Du musst doch deine Medizin bekommen. Die gebe ich gleich nochmal deine Medizin. Und mal schauen. Erstmal gebe ich dir hier dein Feuchtfutter. Und dann musst du auch irgendwie da, mal sehen, ob du da rauskommst. Oder hängst du da fest? Schon wieder. Die ganze Zeit dreht sich nur noch um die Katzen. Überall Katzen. Und weil die Katzen jetzt hier im Schlafzimmer sind, sind viele Sachen von mir in dem Zimmer, wo Leon drin war. Jetzt habt ihr auch erstmal euer Futter bekommen und isst mal in aller Ruhe. Das Kitten von Pepe scheint ja schon wieder ein bisschen kraftloser zu sein. Die ist zwar zum Futter gekommen, aber die ist, hat sich wieder zurückgezogen. Und das ist die neue vom Royal Dragon Hotel. Das ist ein sehr, sehr liebes Kätzchen. Ich habe noch nie so ein anhängliches Kätzchen gehabt, wie sie das ist. Die ist sehr, sehr anhänglich die ganze Zeit.
und wird immer in meiner Nähe sein. Die ist so zahm. Alles gut, Kleines. Wir spielen später, okay? Und das Kitten vom Royal Dragon will auch gerne zum Futter, aber schaut mal, der das Stiefkitten lässt sie nicht. Das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt ein paar Kommentare wegen ein Schälchen gelesen. Das ist eine gute Idee. Dann will ich dort noch ein Schälchen, noch eine Schale organisieren für die hier, dass sie dann alle essen können. Sie hat jetzt auch Medizin bekommen, was ich ihr geben muss vom Tierarzt. Ihre paar tägige Behandlung ist jetzt abgeschlossen. Das ist hier so eine Flüssigkeit, das bekommt sie jeden Tag jetzt von mir, 0,6 Milliliter, muss ich ihr geben am Abend. Das ist ihre Medizin, wo die Behandlung jetzt weitergeht zu Hause. Das ist dann so viel, 0,6 Milliliter. Das ist ganz wichtig für sie jetzt. Und dann hat sie noch diese Medizin. Das muss ich ihr auch geben. Das bekommt sie dann auch. Ich kenne jetzt das nicht, was das für ein Ergänzungsmittel ist, aber das soll ihr auch weiterhelfen. Und jetzt traut sie sich zum Futter. Jetzt geht sie essen, seht ihr? Also sie geht eigentlich essen, sie hat gewartet, sie kann auf die Beine gehen. Jetzt waren wir auch so sehr, wie gesagt, mit dem Thema beschäftigt, wo die Katze ausgesetzt wurde oder wollte die Katze nicht mitnehmen, weil sie nicht einsehen wollten, dass sie die Katze aussetzen wollten oder der eine, dass der unzufrieden war, weil ich nicht seine Frau unterhalten hatte. Das waren wirklich heute Themen. Also normalerweise rede ich da wirklich nicht drüber, aber ich habe heute wirklich das mal für nötig gehalten, dass da wirklich mal Klartext ist, mit wem man da spricht oder so. Und haben jetzt auch einige Fälle vergessen zu sagen, wie zum Beispiel die Prinzessin. Es scheint, als wenn das Herpes wieder nachwächst, leider. Die muss morgen nochmal zur Kontrolle, das schaut sich der Tierarzt nochmal an. Und es kann sein, dass die Prinzessin wieder operiert werden muss. Das ist leider nicht so ausgegangen, wie wir das erwartet hatten. Und der Tierarzt meinte, das schauen wir uns nochmal an. Ich habe nochmal
Augentropfen bekommen sie jetzt noch mal ein, zwei Tage und dann werden wir schauen, wie sich das entwickelt hat. Aber zurzeit sieht es wahrscheinlich aus, dass das Augenherpes leider wieder nachwächst. Da müssen wir halt schauen, was der Tierarzt dazu jetzt sagt. Ja, sie kann sich halt nicht so lange auf Bein halten, wie man das denkt, aber es ist wirklich gut, dass sie wenigstens ein bisschen auf die Beine kann und dass sie von alleine essen kann, die kleine Fledermaus, denn das ist wirklich ein sehr, sehr großes Sorgenkind. Sie hat mich jetzt die letzte Zeit sehr, sehr viel beschäftigt. Und schaut mal, das Kitten vom Royal Dragon, das ist da jetzt auch am Essen. Also die ist jetzt nicht geimpft, aber die ist ganz gesund und ich habe sie jetzt hier mit dazu getan, denn die fühlt sich gar nicht wohl auf dem Balkon mit der Einzicke. Und mit der Katze bin ich halt beschäftigt die ganze Zeit. Und wenn man ihr da alle 2 Stunden noch Medizin geben muss, alle 2 Stunden, und man muss sich darum kümmern, man darf das nicht vergessen, man muss sie zum Tierarzt fahren, man muss wiederkommen, man muss ihr die Augentropfen geben, man muss sich um den kümmern, dass sie nicht auf die Straße geht, man muss darum schauen, warum sie da hustet. Und das sind alles Themen, mit denen man sich die ganzen Tage beschäftigt. Allein mit diesen 5, 6 Kitten, was man hier sieht, wisst ihr, wie viel Zeit da jeden Tag weggeht mit? Und da weiß ich ja nicht, was sich da noch Leute erwarten. Sondern was der mich alles für Sorgen, Stress, bis es ihm so gut geht, bis der gesund geworden ist, hier das Miramare-Kitten, bis er über die Brücke gekommen ist, bis der das überlebt hat. Wisst ihr, was das alles an Nerven gekostet hat? Das kann man nicht erklären, das muss man erleben. Und schaut, wie es dem jetzt geht. Und das ist mein Leben. Ich habe kein Privatleben. Ich bin nur noch mit den Katzen beschäftigt. Und wenn dann die Schwester von ihm gestorben wird, war, wo die gestorben war, was denken Sie, wie es dann einem 2, 3 Tage geht, wenn man das Tier jetzt 10 Tage behandelt hatte, dass es überlebt und dann ist es doch gestorben. Oder allein der. Wisst ihr, was das für ein Stress für mich war, wo der Schwarze da draußen ist und der bei Pepe war? Wie mich das immer gestresst hat, der schwarze Mörder. Ob er den geschnappt hat, hat er den geschnappt, wird er den schnappen, hat er den mitgenommen, hat er den umgebracht? Der schwarze Mörder von Luis. Wisst ihr, wie das einen allein beschäftigt? Was das an Energie und was das an Gedanken kostet? Allein das Stiefkitten, wo es dem gar nicht gut ging. Und jetzt, wenn man das sieht, wie es dem jetzt geht, der hat mich immer angefaucht. Und schaut, wie es dem jetzt geht. Und da macht man viel mit solchen kleinen Tieren, gerade mit kleinen Tieren, gerade die wenig Muttermilch hatten, gerade die im Allgemeinen ein bisschen schwächer sind als andere Katzen. Was denkt ihr, was da auf einen mal zukommt? Aber nee, einfach zu Ahmed bringen, er kümmert sich schon. Ja, Ahmed kümmert sich. Aber Ahmed kümmert sich nur noch um Notfälle. Ahmed kann nicht die Katze aufnehmen. Kontakt die Ahmed, bringt zu Ahmed. Ja, bringt zu Ahmed, aber ist das ein Notfall? Ja, die hat Flöhe, die ist krank. Ja, mit Flöhe ist kein Notfall. Und wie es denen jetzt geht. Und das ist ein Erfolg. Man hat diesen Tieren das Leben gerettet. Bringt zu Ahmed. Ahmed macht schon, ja. Ahmed macht, aber schau, Ahmed nimmt nur Notfälle. Ahmed kann nicht mehr jede Katze nehmen. Ahmed kann nicht mehr jede Katze nehmen. Ahmed nimmt. Ahmed sagt nicht, dass er keine Katzen nimmt. Ahmed sagt, er nimmt nur noch Notfälle. Damit kann ich die Katze, die auf der Straße gefunden wird, die da einem leid tut, aufnehmen. Ich suche gerade die Augentropfen von der Prinzessin. Die will ich auch mal geben. Na, wo bist du denn hingekommen? Musstest du auf Klo oder was?
Und lass mich raten, der Leon ist bestimmt vor der Tür. Ah, ne, Bagheera, du bist das. Ne, Bagheera. Ja, dann komm rein, Bagheera, komm rein. Na, warte. Ich muss mal der Prinzessin erstmal ihre Augentropfen geben. Zumindest die erste. Ich suche die gerade. Ach, hier ist die. Ich habe die gefunden. Diese Augentropfen zu finden. Ich war bestimmt in 10 Apotheken. Die habe ich nirgendwo gefunden. Zuletzt habe ich die in Ziele gefunden. Man hat über eine Stunde diese Augentropfen gesucht. Diese Augentropfen, das ist, was die braucht. Der Tierarzt hat gesagt, das braucht sie nach der OP. Nichts anderes. Und allein diese Augentropfen zu suchen, hat über eine Stunde gedauert. Keiner hat sie da gehabt. Kann man das bestellen? Nee, gibt es im Lager nicht, wird nicht hergestellt. Dann habe ich in Ziele eine Apotheke gesehen, die hatten, die haben da 2 Stück von. Dann habe ich gesagt, gib mir gleich beide mit. Und wer weiß, ob das nochmal hergestellt wird. Weil der Tierarzt meinte, das ist, was du ihr geben musst. Das ist auch ein ganz stressiger Alltag. Und das ist jetzt hier das andere Nahrungsergänzungsmittel. Oder nee, das ist kein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist etwas für ihre Zunge, meinten sie. Genau, das war was für die Zunge, Entschuldigung, ja. Habe ich auch so viel Medizin manchmal, da verliere ich auch den Überblick. Das muss so viel wie ein Haselnuss ungefähr, meinen die. Also so viel wie ein Haselnuss. Dann wird der Mund aufgemacht und gleich auf den oberen Bereich. Dann kann sie das nicht ausspucken. So. Na, warte. So. So. Dann kann sie das nicht ausspucken, wenn man das nach oben macht. Und so geht jetzt die Behandlung mit ihr weiter. Sie bekommt dieses Mittel, was ihr da gesehen hattet, diese 0,6 Milliliter, und dann bekommen sie nochmal das in den Mund, und so geht jetzt die Behandlung von ihr erstmal weiter, und dann müssen wir halt sehen, wie es dann mit ihr weitergeht. Also was anderes kann man für sie gerade nicht machen. Von der kleinen Fledermaus, von den Kitten von Pepe. Auch wenn es ihr nicht geschmeckt hat und sie immer noch am Schlucken ist, aber das ist für sie notwendig. Na, was haust du die Kamera? Was ist hier? Was ist hier? Zeig mal die Tropfen. Ach ja, stimmt. Wenn es hier nicht gibt, vielleicht gibt es das ja in Deutschland. Das heißt Kombidex. Schaut mal, das ist, was die Prinzessin gerade braucht. Das habe ich in 10 Apotheken gab es das nicht und nicht auf Lager. Und das soll das sein, was sie braucht. In einer Apotheke habe ich 2 Stück gefunden und ich habe da gleich beide mitgenommen. Aber sollte es alle werden und sie muss noch weiter behandelt werden, dann
ist es schwierig, das Mittel hier dann in der Türkei nochmal irgendwo zu finden. Das sind Augentropfen. Und dann schauen wir mal hier. Die beiden neuen Kitten an, die muss ich irgendwie versuchen wieder zu fangen und dann irgendwo reinzubringen. Ja, wo sind die jetzt hin? Da sind sie, ich seh die dort. Guck mal, da ist der Schwarze, seht ihr das? Das ist der Schwarze von denen. Und die haben richtig Angst. Na, und da läuft schon einer, die haben die Tür geknackt. Mit Miramare Kitten, du gehst schön wieder ins Haus rein. So, rein mit euch, Prinzessin, du auch. Wir werden versuchen gleich die beiden Kitten zu locken und zu fangen. Aber das machen wir dann nach dem Livestream. Ihr habt ja gesehen, dass dort das Kitten gerade war. Dass die beiden Kitten waren, die waren beide da. Schau mal, es ist hier immer noch Futter über. Und du willst hier bleiben jetzt erstmal, kleine süße Maus. Wir gehen noch mal kurz hoch. Wir müssen irgendwas organisieren für die Kitten. Ob man da jetzt erstmal einen Stall hinstellt auf dem Balkon. Ich muss es schauen. Denn es kann ja nicht sein, dass sie da runterspringen die ganze Zeit und die wissen gar nicht, was mit dem passiert ist. Na, was hast du vor? Wo willst du hin? Ich nehme dich auch morgen mit zum Tier zur Kontrolle. Das kann schon wieder nicht stehen. Das konntest du aber noch vor 2 Tagen. Du bist schon wieder so schwach. Du hast wieder zugenommen. Das ist ein gutes Zeichen. Und schau mal, die Heidi kommt sie auch putzen. Schau mal, das gefällt ihr sehr, dass sie da geputzt wird von der Heidi. Seht ihr das? Die Heidi putzt sie richtig. Das ist Schwesterliebe, ne? Das ist Schwesterliebe, ne, Fledermaus? Ein kleines Sorgenkind, aber sie hat gut, wieder gut zugenommen. Das sieht man noch am Bauch. Das heißt, sie kann schon essen. Sie ist wieder am Genießen, zieht euch den Schwanz an, der wird bei ihr immer so wuschelig. Und ja, ich nehme die Hand kurz weg und schaut mal, das passt ihr gar nicht, wenn ich die Hand wegnehme. Ja, und die Kinder draußen sind jetzt auch am Miauen, die denken, was ist mit uns passiert.
draußen miauen gerade die kleinen Kitten. Oder ich hol die und tu die einfach ins Haus rein und lass die im Haus leben. Die halten ja sowieso zusammen. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Mit den drei neuen Kitten. Die sind auch scheu. Das ist ja das Problem. Die ist so am Genießen. Das sieht man auch. Das ist doch gut, wenn du so genießt, ne? Na, wo kommst du denn her, Prinzessin? So. Hat sie jetzt wieder Kraft gegeben? Siehst du? Zack. Hat es dir gut getan? Kannst du auf die Beine gehen? Ich glaube, deine Hinterpfote stimmt auch irgendwas nicht mit. Deswegen, shit. Was ist denn mit dir passiert? Ich glaube, die hinten rechts war auch nichts. Da hat sie auch ein bisschen gehumpelt. Kommst du mal her? Na ja, ruh du dich mal erstmal aus diese Nacht, okay? Geh mal in dein Bett rein. So. Das ist echt ein Sorgenkind. Ich hatte eben das Gefühl, dass sie auch hinten rechts irgendwie ein bisschen humpelt. Aber sie hat ja nichts gemacht. Die ist ja nirgendwo hochgeklettert, die ist nirgendwo runtergefallen. Was ist eigentlich mit den Kitten der bunten Mama? Ich frage Nicole Riedel, ich weiß es nicht, die ist einfach verschwunden mit ihren Kitten. Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, mich da zu recherchieren, wo die ist, aber die ist da irgendwie verschwunden. Wer weiß, wo sie ist mit den Kitten. Ich muss dann morgen die Kleine nochmal zum Tierarzt. Ich habe auch eben erst gemerkt, dass mit der Hinterpfote auch etwas nicht stimmt. Also, ich werde alles dafür tun, was in meiner Hand liegt, damit sie wieder gesund wird. Da kann sich jeder drauf verlassen. Und dass jetzt hier hinten ein bisschen gehumpelt hat, habe ich auch eben erst gesehen. Aber soll sie sich mal erstmal ausruhen und wer weiß, wie es dann morgen ist. Aber es ist wirklich schon etwas sehr, sehr Trauriges mit ihr. Und sie ist ja schon seit längerem in Behandlung. Und ich hoffe, das wird mit ihr auch was. Denn es wäre wirklich traurig, wenn sie nicht gesund wird. Denn ich habe da wirklich viel für sie gemacht bis jetzt.
Das wisst ihr auch alle. Das schauen wir uns dann alles nochmal an. Mit dem Tierarzt dann. So, und dann werde ich mal versuchen, die beiden Kitten zu fangen, die jetzt da draußen sind. Die muss ich dann auch noch mal reinholen. Aber ich denke mal, ich werde die Tür dann offen lassen, oben, dass die oben dann mit den anderen Katzen leben. Ich werde es halt so ausprobieren erstmal. Ich will nicht, dass die hier unten leben, die sollen da oben leben. Und vielleicht werden sie mit der Zeit ein bisschen zähmer. So wie zum Beispiel der Max. Und ich möchte mich dann für heute verabschieden. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, für die Kommentare. Auch wenn der Ton heute ein bisschen stressig war. Wie gesagt, wenn da man solche Kommentare liest, was da von anderen kommt, dann macht das manchmal wirklich auch einen einfach nur traurig oder sauer. Und da muss man sich auch mal zu äußern. Und das habe ich dann noch heute gemacht. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüss.